Boah, ist das kalt. Yo! Was geht ab, Leute? Also, ich habe jetzt mal die Gunst der Stunde. Also, ich war ein bisschen shoppen, habe ein bisschen was mitgebracht und das wird euch, glaube ich, ganz gut interessieren. Und zwar habe ich mir Nachschub geholt, weil bald steht mein Ölwechsel an. Das Ceratec von Liqui Moly. Hier auch. Habe ich aktuell 4 Stück von. 2 habe ich in der Metro gekauft, die waren günstiger. Da habe ich für 2 Stück 28 Euro bezahlt. Bei Amazon habe ich die beiden für 35 gekauft. Ich schicke die beiden zurück, deswegen habe ich jetzt aktuell 4. 2 gehen heute noch zurück. Dann habe ich ewig lange gewollt, habe mir nie gekauft, aber mir jetzt nochmal besorgt. Die Sonax Felgenbürste, weil ich hatte keinen Bock mehr, das ewig lange mit Handschuh und Schwamm zu machen. Das war immer echt ein Akt, hatte ich echt keinen Bock drauf auf Dauer. Deswegen habe ich mir mal hier diesen kleinen Sonax Pimmel geholt. Mal gucken, bin gespannt, wie der geht. Freue mich auf jeden Fall drauf und ansonsten noch als letzte Investition war es nochmal den Injektionsreiniger. Ich weiß, das ist jetzt hier kein Injektor wie die N53er, aber durch den Saugrohreinspritzer geht er auf jeden Fall auch. Muss der Sprit ja irgendwie herkommen und verspritzt und vermengt werden. Und ja, mal gucken, ob das was bringt. Einfach mal reinballern und mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich das in Verbindung. Aktuell tanke ich nämlich das Ultimate 102 aus der Aral. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt da auch noch reinpacke. Überlege ich mir das Ganze nochmal, weil da ist ja ein anderes Zeug drin, wie ich mitbekommen habe, auch nur im Ultimate, aber nagelt mich da nicht fest, Angaben ohne Gewähr. Ich habe mir mal ein bisschen schlau gemacht, bin an Informationen reingekommen, die ganz geil sind. Ich kann euch auch erzählen, was genau das Zeug ist, was da drin ist in dem Ultimate 102, wo man das auch so kaufen kann, weil eigentlich gibt es nur im Großhandel, das heißt so an Tankstellen kann man es verkaufen, also wenn ihr eine Tankstelle habt, zum Beimischen geht das. Ne, aber im Prinzip so in kleinen Mengen, so wie hier, diesen Injektorreiniger oder so zu kaufen, geht nicht. Aber, also normalerweise nicht, das Zeug kommt nämlich ursprünglich vom BASF und geht nur in großen Mengen an die Aral oder an große Sprithersteller. Man kann es aber auch in kleinen Mengen kaufen und in kleinen Dosen und da mache ich nochmal ein Video zu und erkläre euch, was es ist, wie das heißt, was das kostet und wo man das herbekommt. Aktuell wollte ich ein bisschen auf das hier eingehen, das Ceratec. Ich habe das ja in der Vergangenheit letztes Jahr mit Ölwechsel hier bei dem genutzt. Da habe ich einmal die Liqui Moly Motor Clean genommen, also vor dem Ölwechsel. Da erzähle ich gleich, wie man es macht. Dann Ölwechsel gemacht mit Mobil 1 New Life E0W40 und dann habe ich das hier drauf gepackt. Der hier hat ja 6,3 Liter Motoröl. Dieses Ding ist genau für 5 Liter gedacht. Also hatte ich ein bisschen zu wenig von dem Zeug drin, deswegen habe ich mir auch dieses Mal 2 geholt. Kurzes Fazit jetzt mal nach einem Jahr ungefähr, weil bald steht wieder Ölwechsel an. Richtig gut und richtig geil und extrem gut zu empfehlen ist dieses Motor Clean von Liqui Moly. Das machst du vor dem Ölwechsel rein. Das heißt, fährst den Wagen warm, gehst zu den Typen oder machst den Ölwechsel selber. Kippst das Zeug rein, das sind 500 Milliliter, wenn mich das nicht täuscht. Ins warme Öl kippst du dazu. Natürlich musst du aufpassen, dass du nicht zu viel Öl oder zu viel Füllstand drin hast. Das ist aber eigentlich klar, aber vielleicht auch nicht jedem. Bei mir war das so, der Wagen verbraucht ja auch immer ein bisschen Öl, von daher habe ich geguckt, als ich jetzt so einen halben Liter wieder nachfüllen musste, dann habe ich dann auch, ich habe das alles getimt, dass der Ölwechsel so war, dass ich einen halben Liter nachfüllen musste und dann habe ich das Zeug da reingekippt, deswegen war das alles für mich so kein Problem. Im Prinzip dann lasst ihr den Motor 10-15 Minuten laufen, in meinem Fall war es ein bisschen länger, weil der Ölwechsel auf sich warten ließ ein bisschen, also es war bei mir ungefähr 20 Minuten drin. Dann wurde es abgelassen bis zum letzten Tropfen und dann habe ich einfach neues Öl reingefüllt. Erstmal 6 Liter ganz normal, natürlich Filter kam natürlich auch neu. Und dann bin ich erstmal rumgefahren und habe geguckt, wie sich der Motorlauf von vorher nachher verändert hat, weil das Öl, was ich drin hatte, war selber nur irgendwie 7.000, 8.000 Kilometer alt. Also das war sehr, sehr, sehr frisch. Und das war auch ein 0W40 von Mobil 1, also das New Life war da auch drin. Von daher konnte ich ziemlich gut sagen, dass dieses Liqui Moly Motor Clean ganz gut geholfen hat. Also das war echt ganz geil, der Motor war schon immer ruhig, wurde aber noch ein Stück ruhiger. Ja, dieses Mal, wie gesagt, 2 davon. Ich habe auch die Motorspülung geändert, oder wie man das nennen kann, dieses
Zeug, was man vor dem Ölwechsel reinnimmt. Das habe ich jetzt leider nicht in meiner Wundertüte dabei. Es ist aber die von Liqui Moly, die Pro Line, 1 Liter komplett, mit so einer vor dem Ölwechsel zum Zukippen Reinigungsformel. Ich bin gespannt, wie das ist, ob das besser ist. Die Pro Line hat einen Unterschied zu der normalen Line, dass die eigentlich nur für Händler oder für Leute gedacht ist, die, sagt man das, die eine eigene Werkstatt haben, also für Fachmänner. Da haben wir es. Also für Fachmänner ist das eigentlich geeignet, aber egal, bei Amazon kann man das so bestellen. Ich habe es, glaube ich, gekauft, ich glaub, 17 Euro oder so habe ich bezahlt. Und das werde ich mal ausprobieren, ich bin gespannt. Und dann werde ich auch mal gucken, was das bringt im Verhältnis dazu. Und dann lasse ich mir ein bisschen Zeit und fahre ein paar Kilometer und dann kommt das Sierra Clean dann rein. Ja, und ansonsten bin ich ganz gespannt. Was kann ich noch erzählen? Immer mal Stopp, machen wir ein neues Video. Peace.